Hallo zusammen. Na, seid ihr auch alle im Corona-Fieber? Mittlerweile gibt es ja fast kein anderes Thema mehr und im Prinzip gibt es zwei Lager. Das eine Lager sind so die, die jetzt wirklich Angst vor diesem Virus haben, Angst daran zu erkranken, Angst, dass hier alles zusammenbricht, sich Hamsterkäufe machen, irgendwo Desinfektionsmittel schon teilweise geklaut wird und und. Und dann gibt es die andere Seite, die einfach nur noch genervt ist, das Wort Corona nicht mehr hören kann und vor allen Dingen die ganzen Umstände, die das Ganze mit sich bringt. Und ich gestehe, ich gehöre zur zweiten Hälfte. Mir geht das alles nur noch tierisch auf die Nerven. Ich finde das so schlimm, was da draus gemacht wird. Jeden Tag kommt in den Medien, da ist ein neuer Verdachtsfall, was weiß ich, in Niedersachsen wieder ein neuer Verdachtsfall, in Bayern ist einer bestätigt, da ist der nächste. Quasi für jeden, der irgendwie unter Verdacht steht, Corona zu haben, oder für jeden bestätigten Fall eine extra Breaking News Schlagzeile und so weiter. Und dann wundern sich die Experten und alle, die dazu aufrufen, bloß nicht in Panik zu verfallen, dass die Leute aber genau das tun oder einige. Ne? Weil dann heißt es ja so, der hat einen Verdachtsfall und der muss jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben. Ja, wenn ich dann 2 Wochen das Haus nicht verlassen darf, dann ist es klar, dass ich irgendwo vielleicht für mich auch sage, oh. Da gehe ich mal lieber was bunkern, weil wie soll ich sonst mich versorgen? Klar, dann heißt es ja, ne, Verwandte und sowas, die dürfen ja zu euch kommen, aber müssen das dann halt vor die Tür legen und so weiter. Ja, aber die ganze Organisation. Und wenn ich Pech habe, sind genau die Leute, die mir helfen könnten, aber wären logischerweise mit mir in Kontakt gewesen. Das heißt, die müssten dann ja auch zu Hause bleiben, wenn man es logisch weiterspinnt. So, und das ist alles, für mich ist es sinnlos. Diese ganze Quarantäne ist eigentlich sinnlos in meinen Augen. Denn sind wir doch mal ehrlich, man müsste dann die Leute von sämtlichen, also man müsste die eigentlich komplett alle, uns alle zu Hause einsperren, weil niemand weiß doch, wer mit wem schon in Verbindung war, der Corona hatte. Ne? Wenn man sich mal anguckt, das verläuft teilweise wie eine ganz normale leichte Erkältung und auch wir hatten Anfang Januar richtig stark Fieber und lagen recht platt hier auf dem Sofa. Als wir von der Reise wieder kamen, da war das Thema Corona aber noch nicht so hoch. Vielleicht hatten wir es auch und wissen das gar nicht. So, und das wird vielen so gehen und deshalb sehe ich diese Quarantäne einfach als eine Sache, wo ich sage, Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ne? Da werden Kindergärten geschlossen, da werden Betriebe, Abteilungen dicht gemacht oder was auch immer. Arztpraxen und und. Wie soll denn das weitergehen? Na? Und wie stellt man sich das vor? Was macht das für einen Sinn? Ich selber gehe zum Beispiel jetzt dieses Wochenende auf eine Sonderzugtour zum Fußball. Es werden mehrere hundert Leute in diesem Zug sein. Ja, man ist sehr eng aneinander, man sitzt in engen Abteilen, man geht von Abteil zu Abteil, weil man überall irgendwo auch mal ein paar Bekannte oder sowas hat. Es gibt einen Partywaggon, wo es sehr, sehr eng immer zugeht. Also ich kenne das schon, wir haben zwei solche Touren schon hinter uns. Da steht man dicht an dicht teilweise und das, was man eigentlich angeblich vermeiden soll. So, aber ich will ja noch leben, ne? So, aber nehmen wir jetzt mal an, irgendwann dann in der nächsten Woche stellt sich raus, in dem Zug wird bei einem oder einer, der im Zug mitgefahren ist, hat Corona. Ja, wie will man denn da überprüfen, mit wem hatte der da wirklich Kontakt, mit wem nicht? Will man dann 700 Leute, die in diesem Zug waren, alle sagen, ihr bleibt jetzt alle 2 Wochen zu Hause? Und was ist mit den Leuten, mit denen diese 700 wieder in Kontakt waren? Egal ob Arbeit, ob einige sind vielleicht im Kundenservice. Ne? Das ist ja auch eine ganze Sache, das ist ein Rattenschwanz, das kann man gar nicht eindämmen. Und deshalb finde ich das total übertrieben, dass man das dennoch im Moment so, ja, mehr pseudomäßig macht und damit eigentlich viel mehr Schaden anrichtet, dass es irgendwie hilft. Denn dadurch leidet die Wirtschaft. Ich habe heute ein Interview mit so einem Restaurantbesitzer gehört, der sagt, ja, und die Leute, dann haben die Angst, weil die wollen nicht mehr raus und Sachen brechen ein. Urlaubsbranche, das merken auch wir, dass da eben ganz große Verunsicherung ist und und. Ja, und dabei ist es doch eigentlich nichts anderes als jetzt bei der Grippe oder Erkältung. Man sollte sich gut natürlich in dem Sinne vorbereiten, wie man sich auch auf die Grippesaison, auf die Erkältungssaison auch, vorbereitet. Ich persönlich mache nichts groß anders als sonst. Ich versuche möglichst gesund zu leben. Das heißt, ich esse gesund, esse viel Obst, viel Gemüse, vollwertige Sachen. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem, Mehl zu bekommen. Bei uns sind die Mehlpaletten zwar alle leer, aber das betrifft nur das normale Weizenmehl. Ich nehme aber immer Vollkornvarianten und da ist noch genug von über.
Also ich achte darauf, dann ist es so, dass ich sowieso darauf aus bin, auch meinem Körper immer optimal zu versorgen. Ich ergänze ja auch regelmäßig mit meinen eigenen Produkten. Ne? Mein Lieblingsprodukt irgendwie, was für mich schon seit jetzt fast 2 Jahren irgendwie täglich dazugehört, sind diese ja, Presslinge mit Spirulina-Alge. Ne? Da sind eine Menge Nährstoffe drin. Ich fühle mich gut versorgt. Das heißt, klar, das ist alles kein Schutz. Ne? Es heißt nicht, dass jemand, der topfit ist, der sich alle Nährstoffe zuführt, weil er gesund ist, weil er Sport treibt, weil er vielleicht auch noch entsprechend ergänzt, dass der nichts kriegen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich was kriegen würde, dass ich es dann relativ gut überstehe, so wie ich eine Erkältung oder sowas auch dann recht gut überstehen würde. Von daher sehe ich es einfach gar nicht ein, so mein Leben jetzt dermaßen einzuschränken. Und dass das aber dadurch, dass andere Leute das tun, eingeschränkt wird, das nervt mich noch am meisten. Na, denn ich kann ja nichts dran machen, wenn jetzt irgendwann das Gesundheitsamt kommen würde und sagen würde, Sie hatten Kontakt mit jemandem, der Corona hat und Sie müssen jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben. Dann ist es eine behördliche Anordnung, ich werde mich nicht widersetzen können. Und das finde ich schlimm genug. Ne? Weil wie gesagt, es ist jetzt keine Krankheit, wo jetzt auf einmal jeder oder fast jeder, der es hat, dran stirbt, sondern im Prinzip ist es so, dass einige wahrscheinlich nicht mal wissen, dass sie es haben. Ja, aber wie gesagt, mein Appell einfach mal, das musste einfach mal raus und ich kann nur sagen, Leute, lebt euer Leben. Lasst euch davon nicht einschränken. Klar, wenn jemand Risikopatient ist oder so, der muss natürlich noch ein bisschen anders vorsichtig sein. Aber ansonsten ernährt euch vernünftig, lebt relativ gesund, sodass euer Körper an sich eine fitte Grundlage hat und dann habt Spaß. Ja? Und auch das Händeschütteln oder so. Ich war bei meinen Eltern, der Hausarzt war zu Besuch bei meinem Papa. Mein Papa ist auch nun schon 80 geworden. Der hat ganz normal uns die Hände geschüttelt. Also der hat zum Glück nicht so eine Panik verbreitet. Und ich glaube, wenn Ärzte das schon so relativ locker nehmen können, sollten wir das auch können. In diesem Sinne bereite ich mich so langsam vor, eben auf die genannte Tour. Wir kriegen dieses Wochenende noch Besuch aus München. Und unsere Freundin, die fährt von hier aus dann wieder mit, übernachtet hier. Und dann wird noch der Geburtstag von meinem Mann Freitagabend mit Familie nachgefeiert. Also, wir sind schön unter Leute und natürlich werde ich auch ein bisschen drehen von dem Sonderzug. Das ist auch mal eine ganz coole Sache und da sehen wir uns dann in einem weiteren Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, lasst euch nicht stressen und Corona ist auch ein ganz leckeres Bier, wobei ich persönlich es nicht unbedingt mag, aber vielen schmeckt es. Bis dahin, tschüss!